Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of At Eternity, once. der zweiten Staffel. Ja, wir sind in dem Gebiet von Dürgans Batterie angekommen, haben uns hier auch schon ein bisschen umgesehen und das wird wohl die Hütte von Galvino sein, genau. Da bedienen wir uns einfach mal. Als du eine Ecke der Plane anhebst, siehst du neben dem Brennholz einen Haufen rostigen Metall liegen. Interesting. Einen versteckten Ort gefunden. Oh, ein außergewöhnliches Schwert und Schild. Und Rastvorräte. Und ein paar Söldner. Ein Mann, der steht in der Mitte der Straße. Ohne die Klinge zu senken, die auf seiner Schulter ruht, macht er 2 Schritte vorwärts, als würde er für die Gruppe hinter sich sprechen. Ich hatte auf einen weiteren paar Gabenbringer gehofft. Die haben immer hübsche Überraschungen dabei. Und wir lieben Überraschungen. Mit wir meine ich natürlich mich und dieses gute Stück. Der Mann klopft auf das Heft seines Schwertes. Es wird schnell gehen, wenn du stillhältst. Okay. Die sind nicht freundlich. Okay, Sarua, mach mal was hier. Du am besten auch. Dafür haben wir ja einen barbarischen Schrei. So. I'm here. Netter Kampf. Oh. Zwei Hände an Seen gebundener. Ein versenktes Zauberbuch. Notizen des Gabenbringers. Eine immer wiederkehrende Unterschrift auf den Seiten dieses Notizbuchs lässt sich schließen, dass es jemanden namens Ixtli gehört hat. Die Seiten enthalten die unterschiedlichsten Einträge. Bei einigen handelt es sich um Listen von Gegenständen samt deren Wert. Andere Seiten sind voller Notizen zu dem Land. Auf einer Karte des Rotfalls ist ein wichtiges Gewässer markiert. Daneben stehen mehrere unterstrichene Notizen. Notok Toktol, Formalitäten zuerst, versteht sich, und sie kommt hoch. Koala Micha. Sie ist ein braves Mädchen und hört das gerne, bevor sie hinabschwimmt. Xikla Koala. Man muss sichergehen, dass sie den Fisch für eine gut erledigte Aufgabe mag. Aha. Hätten wir mit dem Buch dann einfach irgendwelche Lagofev beschwören können, oder was? At once. Wäre wahrscheinlich möglich gewesen. Oh, jede Menge Geld. So, hier kommen wir nicht viel weiter, denke ich mal. Also geht's als nächstes in die Hütte von Gulvano. Wie heißt er nochmal? Ich vergesse den Namen. Galvino, nicht Gulvano. Galvino.
Eine Falle. Noch eine Falle. Obst. Andere Sachen, okay. Kein Galvido zu Hause. Diese Karte zeigt den Gipfel des Berges. Markierungen geben die Höhe an. Dann gucken wir mal, ob sich Galvino in seinem Keller versteckt vor mir. Oh, hat er da etwa einen größeren Kerker? Okay, das sieht nach noch mehr Fallen aus. Missgestaltete Konstrukte, okay. Wirft schon mal kein gutes Licht auf Galvino, wenn er hier There you go. Solche Sachen macht. Eine galatartige Schicht hat sich am Fuß dieser zertrümmerten Maschine gebildet und ist dann getrocknet. Diese Kisten enthalten unzählige verworfene mechanische Scharniere, Gesichtsplatten und Gliedmaßen. Mhm. Oh, and if I find something good, you can have half. Okay, bevor wir durch die verschlossene Tür gehen, gucken wir erstmal hier lang. Look there. Ein instabiles Konstrukt diesmal. Und ein Fleischkonstrukt und noch ein Konstrukt. Wow, da kommt aber viel diesmal um die Ecke. Da sollten wir... Just like old times. Irgendwas gegen tun. Gotcha. That's not very helpful. Okay, das waren jetzt erstmal alle. Diese riesige Maschine pumpt vor Energie, hast du dich hier bis auf wenige Schritte näher. Es beginnt eine Szene auf merkwürdige Art zu summen. Okay. Quiet now.
Interesting. Oh, große Falle. Eine beeindruckende Sammlung an Weinflaschen samt die Regale. Die meisten Weine scheinen valianischer Herkunft zu sein. Schnaps und weißer Neffner. Mhm. Und jede Menge Gold. Und ja, ich bestehle hier gerade einen valianischen Beseeler. Ich sehe das Geheimregal hier. Dieser Teil ist nahezu unberührt geblieben. Das verlockende Essen darauf wurde den Fliegen überlassen. Hm. Astvorräte. Werkstattschlüssel, Versuchsnotizen. Dieser eilig niedergekritzelte Eintrag ist mit Tintenflecken übersät. Ich weigere mich weiter, meine Zeit mit diesem grotesken Flickwerk zu vergeuden. Die Zeit, die ich damit zubringe, den verfaulenden Leichnam auch nur den kleinsten Funken Leben einzuhauchen, werde ich später dreifach für Reparaturen auf. Sie zerfallen buchstäblich an den Nähten. Ihr Anblick in den Korridoren widert mich inzwischen an. Sie besitzt nichts von der Vitalität in der Gesokondensation des Versuchsobjekts. Nur eine tumbe Folgsamkeit. Fleisch ist zu lose mit Essenz verbunden, das steht fest. Kein Wunder, dass diese Narren im Farnheim dieses jämmerliche Experiment so günstig abzugeben bereit waren. Vadicchio, dieser Gestank. Hm. Also ja, entweder ist da die Werkstatt oder hier. Auf jeden Fall ist das ein ziemlich großer Keller. Voller Viecher. Look there. Okay, jetzt ist die Frage, stehen die anderen drei auf, wenn ich hier reingehe? Das denn? Ist da gerade was explodiert? River war es schmerzhaft. Ach so, meine andere Rast ist abgeklungen. Na, dann könnte ich eh nochmal rasten. Der Kopf dieser Puppe wurde durch einen unbekannten Zauber fast vollständig weggebrannt. Das heißt, es ist verzogen voller Kerben. Mhm. Not sure how I feel about this. There you go. Oh, Reflexbonus plus 1. Naja, nichts Besonderes. Noch mehr Dietriche. Versuchsnotizen. Auf diesem weggeworfenen Notizzettel steht: Madiko, 3 Wochen harter Arbeit sind verloren und bedienen ein voll bewegungsfähiger Körper. Diese groben Materialien sind instabiler als ich dachte, aber nicht weniger teuer. Ich werde einen langsamen Prozess versuchen, vielleicht mit mehr Elektrizität. Am unteren Rand der Seite wurde eine Ergänzung niedergekritzelt. Zu viel Elektrizität, ich brauche mehr Versuchsobjekte. Und wieder Stalwart-Gretlinge. Mhm. Gut, dann nutze ich doch einfach mal dieses Zimmer hier zum Rasten. Geda verlässt die Festung. Ah ja, die Beseelerin. Nein, danke. Mit der wollte ich nichts zu tun haben. Ich gebe ihr nicht für 200 Kupferpanda einen Vitrak, an dem sie rumexperimentieren kann. So, dann nehme ich hier die Rastvorräte mit. Dann habe ich wieder genug Rastvorräte.
Also kann ich eigentlich nur noch durch die Tür hier oben.